Hey Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. So, wir haben hier ganz irgendwo ein Level abbekommen und ich habe das nicht geschnallt. Da mal schnell die Punkte hier vergeben. So, das habe ich zufällig nämlich beim Speichern gesehen. Erste Hilfe, jawohl, da bist du der Chef. Und die Tully ist jetzt unsere ultimative Hackerin. Und was kann die dann als nächstes? Vielleicht sollte ich das einsehen, dass ich nichts mehr vergeben kann. So, was war das? Ja, sehr schön. Noveria, genau, und Wormeyer. Noveria ist ja hier auch in diesem Cluster. Dann denke ich, werden wir das mit tun. Und das hier. Genau, ist das da. Alles klar. Also auf der Map habe ich beim letzten Mal schon was markiert. Da fahren wir jetzt auch hin. So, noch schnell die Stoppuhr resetten. Schon wieder so kalter. Ah, flop. Flop, jawohl. Kalter Planet, wollte ich sagen. Ach, jetzt muss ich wieder hinten hingehen. Mensch, oder ist das vielleicht vorne? Ist ja auch egal. Es ist hier. Schwupp, schnell rein. Jawohl, noch ein paar Insignien. Das wäre ja gelacht, hey. So professionell, wie ich das hier angehe, müssen wir das doch irgendwann mal alles finden. So. Mal wie eine Schnecke von innen nach außen. Dann geht's nach links. Ich weiß jetzt langsam nicht mehr, was ich hier bei solchen Fahrten irgendwie erzählen soll. Könnte mal sein. Ich kann nicht mal reden. Vielleicht soll ich auch gar nicht. What the hell? Viech! Ach du liebe Güte. Da haben wir auch schon lange keinen mehr gehabt. Ich hab's gerade nur am Netz mit der Orientierung. Nö, 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 nö. Der ging aber voll daneben. Macht er mir überhaupt irgendwas? Also nicht überhaupt anschreien oder so. Ich seh nix. Da bin ich jetzt ein wenig erschrocken gerade. Cover me. Los, koffert mich. Schwupp. Woher die das auch immer wissen, dass da an solchen Stellen was rumliegt? Na gut, das kann man vielleicht von der Normandy aus scannen oder so. Quasi wie so nah. Ja, so nah und doch so fern. Na, soll ich lieber schlechte Wortspiele machen oder die Klappe halten? Ich halte jetzt mal die Klappe und fahre einfach. Was aber auch irgendwie komisch ist. Man, wer verstreut denn auch einfach so Zeugs hier auf so Planeten? Wer ist denn da so unvorsichtig? Ist das Weltraumschrott vielleicht einfach? Ich weiß es nicht. Oh, hier haben wir dann gleich zwei Sachen. Das ist schön. Ist wieder irgendwelche Mineralien oder sowas. Steig aus. Machen wir erstmal das da. Ah ne, hier. Du bist tot. Nein. So. Ich hätte ja auch laufen können, ne? Noch ein wenig mehr Heavy Metal. Davon kann man nie genug haben. Und auf zum nächsten.
In komplett falsche Richtung. Moment, muss ja dahin. Wie passen eigentlich diese drei Mannschelle? Dieses kleine flache Vehikel. Liegt man da drin? Kann man da sitzen? Also in Sachen Proportionen, uns ist. Oh, ist da irgendwas? Nicht so genau genommen. Und das sieht man ja auch an den Häusern schon. Die sind teils sehr klein, wenn man da reingeht. Und dann ist es innen doch ein ziemlich großes Gebäude. Ist dann eher so symbolisch gemeint. Wie seinerzeit bei Age of Empires. Discovery, ja, Kanada. Mhm. Locations of Interest. Oh ja, sehr schön. Wir müssen auch gar nicht erst suchen. Geh weg. So, so wenigstens das können wir kaputt machen. So, hier könnte wieder so ein riesen Viech auftauchen. Das wäre dann das erste Mal, dass wir zwei pro Planeten hätten. Flieg, Rakete, flieg! Oh, Moment, hier irgendwo. Hier irgendwo. Hier. Hm, ein Riesenhaufen Scheiße. Ach nee, Gold, Kobalt. Naja, fast. Meins. Oh, und dann geht's noch dahin. Eieiei, ja, ganz schön was zu sammeln hier. Oh, eine Geth-Falle. Ihr Schweine. Mach dich kaputt. Was machen die Arschgesichter denn hier? Außer der geht kaputt. Außer der offensichtlichen Sache, dass sie mich beschießen. Autsch. Autsch. Oh, ich muss hier weg. Steuerung. Oh Mann. Also die Orientierung ist echt manchmal schwer. So, jetzt fahren wir einfach nur noch vorwärts und rückwärts. Kaputt habe ich dich gemacht. Okay, so. Das ist ja link gewesen. Dann fahren wir noch hierher. Oder hier hin. Das ist jetzt da drüben. Ja, woher haben die Forscher gewusst? Oder haben das die Geths bei den Forschern in den Computer reingehackt, damit wir das finden und dann daherkommen? Hm. Könnte sein. Oder vielleicht waren die Forscher fiese Forscher. Verdammt fiese Forscher. Haben sich gedacht, so kurz vorm Tod, wenn uns einer finden sollte, dann locken wir ihn in eine Falle. Ach du liebe Güte, wie soll ich denn da runterkommen? Oder, mein Rein ist ja noch einfacher, wie soll ich da wieder rauskommen? Ja, halt, ich wollte hüpfen. Boah. Lücke gesehen, Lücke genutzt. Hm, wie das glitzert. Alles klar, jetzt aber. So, einmal speichern bitte. Nun holen wir uns, was auch immer hier zu holen ist. Oh, da sind Geschütztürme.
Juhu, ich bin da. Du auch? Nein, du nicht. Ah, die Drecksau. Da vorne. Oh, der ist ja sonst wohin gegangen, der Schuss. Wunderhübsch gemacht. Da sind auch noch ein paar. Entschuldigung, dass ich eure Unterhaltung sprengen musste. Wo ist jetzt der andere? Jawohl. Oh Mann, jetzt wollte ich einen coolen Kill machen, so in der Luft. Hehe, du Pimmel, du. Zack, bumm, mach ich alles kaputt. Darauf kannst du aber einen lassen, dass wir gut sind. So, hier steht gleich einer an der Tür. Hier ist doch gleich eine. Hahaha. Ich stehe hier ganz, ganz blöd. Oh, guck mal, auch noch. Ich soll die Granate werfen. Ja, GG. Oh, das sind noch ganz schön viele. Boah. Uiuiuiui. Und ich habe mich gerade erst geheilt. Oh, Mädels. Achso, ist ja nur ein Mädel. Ihr müsst es jetzt mal richten für mich. Ich kann jetzt ziehen. Medikit kann ich auch noch ganz nehmen. So, jetzt kann ich wieder zielen. Oh, Chaos ist tot gesnippt. Oh, was habe ich denn jetzt hier Neues? Ah. Halt falsch. Oh Gott, aufgepasst. Ah, hier ist noch was. So, ein paar gekonnte Headshots. Das Radar zeigt erstmal nichts mehr an. Ja, dann kann ich ja hier bestimmt mal plündern. So, was mache ich denn hier eigentlich? Kann ich nichts tun? Dann ist das wohl oben. Na, dann wollen wir doch mal hochschauen. Und wieso funktioniert das Granatenwerfen eigentlich nicht? Auf welcher Taste liegt denn das jetzt schon wieder? Oh. Wollen wir mal kaputt machen. Ich weiß ja nicht so recht warum, aber ich mach's. Im Zweifel, wenn jemand fragt, weil ich's kann.
speichern geht zumindest auch schon wieder. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Eine tote Leiche. Das ist blöd. Anomalie, ja. Datapad, aha. Kleines Datapad haben wir gefunden. Dann schauen wir doch mal. Talk to Garoth. Citadel-Turm. Dann müssen wir jetzt eigentlich mal noch gar nicht hin. Aber damit das weg ist, ist das vielleicht gar nicht so falsch. Ne, mach mal ab. Okay, warte mal, dann gehen wir erstmal nach. Na, wie heißt's? Wie heißt's nochmal? Noveria, glaube ich, war's. Noveria, genau. Dann mach mal das und dann gehen wir wieder auf die Citadel. Dann macht das wenigstens Sinn, da mal hinzufahren. Fliegen. Schiffen. Tun. Sein. Und dann gehen wir das ab. Dann haben wir zwei Quests zum Abgeben. Dann haben wir auch mal wieder so ein bisschen Hauptmission gemacht. Ist auch mal wieder ganz nett. Schwupp, schwupp, schwupp. Hier. Oh, ich muss noch rausfinden, wie ich Granaten werfen kann. Auf jeden Fall, das haben wir hinter uns. Dann Pax Fortuna. Moment, Fortuna, nee, Fortuna. Fortuna, da waren wir schon. Mensch. Kann mir auch gar nichts merken. Da ist auch schon alles erkundet, bis auf Noveria. Dann wollen wir doch mal. Approach Control, this is the SSV Normandy, requesting a vector and a berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. Hehehehe. Be advised, we will be confirming identification on arrival. If confirmation cannot be established, your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Sehr schön. Joker ist cool. Na, jetzt müssen wir ja mal schnell ein bisschen ausrüsten. Geh weg, du Tür. Wir haben einen Haufen Zeug aufgenommen. Vielleicht ein bisschen verkaufen. Vielleicht gibt es hier was Neues zu kaufen. Das wäre doch mal was Schönes. Zack, 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 zack. Los. Affenarme, echt. Riesenpranken. Schaut euch das mal an. So, können wir vielleicht reden? Surprised to see you here, sir. Thought you'd be chatting up. What's her name? Tassoni? Liara. Why would you think that? Scuttlebutt says you got a bit of a thing for her. Hä? I could understand why. The crew's off limits with the regs against fraternization. And at least she looks like a woman. You think I'm interested in Liara because she's the only one I'm allowed to date? So you are interested in her. Das habe ich nicht gesagt. Of course, it could be politics. Alien diplomat's daughter, us under orders to make nice with the bug-eyed monsters. Anyway, interested in a quick drink? It's a special occasion. What's the occasion? It's Armistice Day, when the first contact war ended. My family always marks it. Since I'm the only Williams aboard, I thought I'd ask you. Seems like an odd thing to celebrate. That was 26 years ago. In our family, it's not really a celebration, more like an obligation. Don't tell me you don't know about my family. My commanders always find out. It's not in my files or something? There's almost nothing in your files. Technical scores and a list of crap assignments. There's a reason for the crap assignments. I'm General Williams' granddaughter. Commander of the Shanxi garrison in the war.
the only human ever to surrender to an alien race? I see. That's why you drive yourself so hard. A Williams has to be better than the best, if only to avoid suspicion. That's what my dad told me the night before he retired. It takes a special kind of thick-headed to march into a job where your family's blacklisted. I did it anyway. I'm not gonna let our name go down with Arnold and Quisling. Granddad deserved better than that. I should have figured this out myself. I don't know how I can help you, though. Look at who I am, Shepard. Do you ever hear me ask for help? It's not that bad things don't happen to me. If you stay with me long enough, maybe I'll tell you about some of them. But I deal with them myself. I don't need a shoulder to cry on, a knight to rescue me, or a man to make me happy. This is who I am. I like her. And you better like her too. So, you still interested in me? Baggage and all? Everyone comes with baggage, Ash. The trick is finding a matched set. That's awful. Tell me you got that out of a fortune cookie. But hey, once we save the galaxy, maybe the Alliance will get its act together. Start acting like an actual government. We better get going then. Seems I've got something to look forward to after we're done. More than you know. I have a feeling things will come to a head soon. But don't worry, Shepard. I'll protect you. Na, gut zu wissen. So, letzte Mission, haben wir noch nichts Neues? Later, looking forward to it, Skipper. So, so, ein kleines Techtelmechtel, ja? Gut, dann schauen wir doch mal, was wir hier an Waffen haben. Das war ja der eigentliche Plan. Ich habe gedacht, vielleicht kann man ja wie in Dragon Age einfach mal mit den Leuten reden. Und das scheint hier... Oh, haha, da kann ich mehr drauf tun. Geil, warte mal, was habe ich denn da? Und das scheint hier ja eher so zu sein als in Dragon Age 2. Wo man ja eigentlich eher drauf gestoßen wird, weil man wieder reden kann. So, ich würde gerne zwei von den Dingern reintun. Hm. Was haben wir denn die hier? Oh, hm. Ach ja, warum nicht? Ah, cool. Kaidan, Garus. Na. Ziel ist gar nicht so einfach. Das ist alles Crap. Braucht kein Mensch. Hm, er ist ja noch ein Alien. warte mal, aber wir brauchen jetzt wahrscheinlich... Nein, nein, nein. Hoffentlich habe ich da noch was. Ja, das da. Tungsten. Weil es geht ja gegen die Geth. Moment, dann da hier vielleicht auch besser. Das da. Und dann natürlich noch unser eins selbst. So, da. Moment, was habe ich denn hier? 5. Da sind wir schon eins weiter. Stabilizer. Das ist vielleicht auch nicht falsch. Oh, ich habe keine mehr. Hm. Aber die haben doch... Oh. Glaube ich Schilder, dann ist das vielleicht auch nicht so falsch. So, Rüstung hat man nichts. Grenades. Ach, zwar, das ist schon ziemlich hoch, das passt. Da... Sniper... Sniper, Sniper. Minus 30 Schaden. Genauigkeit. Gifted Schaden. Hm. Nee, dann... Wo war das? Nehme ich das da. So, jetzt dürft ihr mir noch zugucken, wie ich denn die Granatentaste belege, finde, suche. Granate, Granate, Granate. R. Wir drückten schon R. Nein, das war auch falsch. So, dann.
Jetzt passt's. Na, geh weg. Passt. Ach, Traum. Noch irgendjemanden, Liara, die muss ich irgendwann, die will ich irgendwann mal mitnehmen. Dann kriegt sie einen Stiletto. Ja, das bleibt erstmal so, wie es ist. Hier irgendwas. Oh. Sniper. Braucht ihr nicht? Wunderbar. Und die Tully. Die hat eigentlich schon eine ganz gute Waffe. Das ist okay. Rüstung habe ich keine neuen. Was haben wir da? 4. Vielleicht eine bessere. Na, dann kriegst du das. Okay. Und dann mal schnell shoppen. Aber wisst ihr was? Das Shoppen, das erspare ich euch. Ich mache jetzt hier Schluss und beim nächsten Mal... Ja, ich quatsche dann einfach nochmal alle an. Vielleicht hat ja jeder noch ein bisschen was zu erzählen. Oder vielleicht war das einfach nur so eine Einmalsache wegen der Spannung zwischen der Liara und der Ashley. Ja? Also, werden wir schon rausfinden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich wieder.